Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute wieder ein neues Slim Wallet für euch, habe mir eine Menge Stichpunkte hier auf meinem iPad angefertigt und das würde ich euch heute gerne vorstellen. Wie es der Videotitel schon verraten hat und auch meine Tafel hinter mir, kommt dieses Slim Wallet aus dem Hause anders und komisch. Alleine das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Eine meiner ersten Fragen an den Hersteller, an den Besitzer hinter diesem Brand war, wie kamst du auf diesen Firmennamen? Und das hat wohl mit einer persönlichen Geschichte zwischen ihm und seiner Frau zu tun, fand ich sehr, sehr spannend. Das also auch direkt als Disclaimer. Diese beiden Wallets wurden mir vom Hersteller für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ganz, ganz wichtig und auch wie immer, ich bin hier in keiner Weise beeinflusst worden. Ich habe keine inhaltlichen Vorgaben erhalten. Alles das, was ihr seht und hört, entspringt meiner eigenen Feder und ist meine eigene freie Meinung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal vorne an. Ich habe hier zwei verschiedene Farbvarianten erhalten. Das eine All Black, also schwarzes Papierkunstleder. Über das Material sprechen wir gleich nochmal. Komplett auch mit schwarzem Gummiband. Und das zweite ist, und das habe ich mir extra für die Kamera zuschicken lassen, weil man hier gerade schwarz in schwarz immer ein bisschen schlecht unter der Kamera sieht, habe ich mir extra hier mal so ein graues Gummiband mit einem bräunlichen Papierkunstleder zuschicken lassen. Und ich glaube, das kommt über die Kamera auch ganz gut rüber. Die beiden Wallets, also pro Wallet, kostet zum Zeitpunkt des Videos 37,90 Euro. Und es gibt eben auch noch eine solche Einsteckkarte, damit man auch Schlüssel mit transportieren kann im Wallet oder am Wallet. Ich zeige euch das gleich. Und die würde nochmal 10 Euro extra kosten. Ich glaube 10 Euro und 1 Cent zum Zeitpunkt des Videos, falls ihr da auch Interesse dran haben solltet. Aber da sprechen wir gleich drüber. Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen kleinen Rundgang ums Wallet, schauen uns dann natürlich auch das Konzept an und sprechen vor allem auch mal über das Material, das hier zum Einsatz kommt. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das ist ein Papierkunstleder, also der Bestandteil hier, und das ist ein Papierverbundstoff. Ich kenne das schon von anderen Produkten und bin davon sehr, sehr begeistert. Einer der Vorteile ist, es ist also ein unglaublich strapazierfähiges Material. Das heißt, selbst wenn ihr da das Produkt häufig in die Hosentasche reinsteckt, rauszieht, da passiert überhaupt gar nichts mit. Man kann es auch sehr, sehr gut pflegen. Man kann es nämlich von Hand nass waschen, also super und problemfrei reinigen. Und das Material wird mit der Zeit geschmeidiger, nimmt also auch so eine gewisse Patina an. Das finde ich persönlich immer bei gerade in der Geldbörse sehr, sehr schick, dass man, wenn man die eine Weile in der Hosentasche trägt, dass man auch so einen gewissen Used-Look bekommt, ohne das jetzt negativ zu meinen. Ganz im Gegenteil, ich mag das persönlich sehr und da eignet sich dieses Material hier sehr, sehr gut für. Und einer der weiteren Vorteile, und das muss jeder für sich selbst beantworten, wie wichtig einem das ist ein veganes Material. Ja? Das heißt, tierleidfrei, könnte man mal sagen. Und da legen ja einige von euch auch Wert drauf. Und von daher ist das hier in dem Konzept sozusagen Bestandteil. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit der Verarbeitung an und schauen uns dann die Aufteilung des Wallets an. Man sieht es hier schon wunderbar bei diesem Papierkunstleder, das ist vernäht und die Nähte sind hier in der gleichen Farbe wie das Material gewählt. Beispiel hier bei dem Schwarzen sieht man dann auch, dass die Nähte schwarz sind. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich kann hier auch keinerlei Fehler bei der Naht erkennen. Das macht schon mal einen sehr, sehr soliden und guten Eindruck. Auch das Gummi ist sauber verarbeitet, alles sauber dran genäht. Hier gibt es keine Stellen, die ausgefranst sind oder sowas in der Richtung. Das passt auf jeden Fall. Das schauen wir uns hier unten gleich nochmal im Detail an. Da ist eine kleine Klappe. Da ist nämlich auch ein Münzfach drin, ein Kleingeldfach drin. Da legen ja viele von euch auch Wert drauf, wie das hier gelöst wurde. Grundsätzlich ist für das sehr, sehr kleine Format sowieso sehr viel Platz in diesem Wallet. Also es ist ein sehr geräumiges Produkt, wie ich finde, auf jeden Fall für das Packmaß. Weil schaut euch das mal an. Das ist ja deutlich kleiner als meine Handfläche. Ich trage meine Geldbörsen, meine Slim Wallets ja so sowieso immer alle in der vorderen linken Hosentasche und gerade für einen solchen Anwendungsfall eignet sich die Größe doch wunderbar. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal mit der Aufteilung an. Auf der Außenseite habt ihr unter dem Anders und Komisch Logo erstmal ein kleines Einschubfach. Das ist in beide Richtungen offen. Sorry, ich zoome mal ein bisschen raus, dann fällt mir das leichter, euch das hier ordentlich zu zeigen. So, da könnt ihr die Geldscheine einfach doppelt falten. Also so sieht das bei mir aus. Ja, einmal in der Mitte gefaltet und einmal so gefaltet. Ich persönlich falte die immer gerne einzeln und lege die dann übereinander. Das hat den Vorteil,
Vorteil, dass ich sie auch einzeln rausnehmen kann. Man kann sie natürlich auch erst auf den Stapel legen und dann gemeinsam in der Methode hier falten. Dann muss man immer alle rausziehen, um die dann danach aufzudröseln. Ich persönlich mag das so lieber. Ja? Hier seht ihr es. Hier sind die Geldscheine problemfrei drunter. Innen drin ist aber auch nochmal Platz für weiteres Papiergeld. Das zeige ich euch gleich. Hier außen also sicherlich einfach mal so der 5er oder der 10er, an dem man schnell dran muss. Und den Rest kann man dann innen drin platzieren. Also, das ist hier unter dieser Lasche auf jeden Fall schon mal der Fall. Ansonsten haben wir auf der Außenseite, also auf der Seite hier, das ist fest vernäht, da ist kein weiteres Fach mehr drin. Richtig interessant wird es jetzt auf der Innenseite. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Kartenfach an. Zusammengehalten wird es hier durch so ein Gummiband, wie ihr seht. Das nehme ich einfach mal zur Seite. So, und dann fangen wir erstmal mit den Karten an. Das Material hier ist, weil Gummi, sehr, sehr elastisch. Das heißt, ihr seht, ich kann hier problemfrei die Karten rausziehen und kann sie jetzt hier im Wallet auch so ein bisschen auffächern, kann jetzt die passende Karte nehmen, kann damit bezahlen, kann sie hier einfach wieder reinstecken und auch das Reinstecken, ihr seht selbst, durch dieses elastische Gummi ist problemfrei möglich. Hier Karten raus, selbst wenn sie komplett rausgezogen sind, seht ihr, kann ich die einfach nehmen und schieb sie wieder rein und trotzdem halten sie auch ohne dieses Gummiteil hier bombenfest hier drin. Also das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Dieses Hauptkartenfach, fast bis zu 12 Karten, sagt der Hersteller. Klar, das ist Gummi, das heißt elastisch. Ihr könnt hier ganz einfach problemfrei mehrere Karten einstecken, aber, und ich denke, das ist bei jedem Slim Wallet so, dass ein solches Konzept verfolgt, je mehr Karten da drin sind, desto fester sind die auch aneinander und desto schwieriger ist es auch, die Karten rauszuziehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer hat wirklich 12 Karten dabei? Ich nicht. Ich glaube, ich habe in meinem, das sind meine Testkarten, aber bei meinem normalen Slim Wallet habe ich so 5, 6 Karten die Kante und damit geht das in einem solchen Konzept mehr als problemfrei. Genau, auffächern haben wir uns schon angeschaut. Man kann natürlich hingehen und kann die Karten einfach hier so, so auseinanderziehen, die passende Karte rausholen oder aber, das ist mein persönlicher Weg, hier so ein bisschen auffächern, festhalten und fertig. Macht natürlich Sinn, die Karte, die man am häufigsten braucht, dass man die ganz vorne platziert, sodass man da direkt drankommt. Ihr versteht, wo die Reise hingeht und ich habe natürlich theoretisch jetzt die Möglichkeit, links und rechts der Karten auch noch andere Dinge hier mit reinzustecken, aber da eignet sich die andere Seite mehr für und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich drehe es nämlich mal um. Hier ist eine kleine Lasche, die kann man einfach entfernen. Was heißt entfernen? Hochklappen. Hier seht ihr es. Und zum Vorschein kommt ein Münzfach. Ich habe jetzt hier einfach mal den obligatorischen, na komm raus, den obligatorischen Euro drin. Hier ist er. Hier seht ihr ihn. Da passt aber bis zu 10 Euro in 1 bis 2 Münzstücken rein, schreibt der Hersteller. Ich bin keiner, der sehr viel Münzgeld dabei hat, aber gerade so für den Euro, für den Einkaufswagen ist das eine sehr schöne Sache. Und ganz wichtig, diese Lasche verschließt dieses Fach hier komplett, wenn das Gummiband da noch drumherum ist, so dass ihr überhaupt keine Angst haben müsst, dass das irgendwie rausfällt. Also das Kleingeld ist hier super feste fixiert und das ist vom Konzept her, wie ich finde, schon mal sehr, sehr schön, weil ich weiß, viele von euch können nicht auf Kleingeld verzichten. Ich packe das in der Regel in die Hosentasche und packe das zu Hause dann irgendwo an eine zentrale Stelle, um das irgendwann unserem Kleinen mal aufs Sparkonto zu buchen oder sowas oder lasse es in der Hosentasche und bezahle hier und damit mal Kleinigkeiten. Aber ich weiß, viele von euch, für viele von euch ist das wichtig und deswegen ist ein Kleingeldfach hier natürlich überaus sinnvoll. Ja, dann geht es hier weiter. Auf der anderen Seite habe ich nochmal ein Fach. Ich habe das jetzt persönlich dafür verwendet, um hier nochmal extra Geld reinzupacken. Hier seht ihr, es sind 10er und ein 5er klein gefaltet. Das kann man wunderbar hier reinpacken. Hier könnt ihr natürlich auch Kassenbelege reinstecken. Einfach zweimal falten, hier an der Seite reinstecken. Das kann auch so ein bisschen hier drüber lappen. Also selbst wenn die ein bisschen größer sind, seht ihr, dann legt sich das einfach hier so rum. So, ne? Und dann kann ich es zuklappen hier. Also das ist vom Konzept her wirklich sehr offen, so dass hier sehr viel Material Platz drin findet, gerade so Kassenbelege. So, und wenn ihr es wieder verschließen wollt, dann geht ihr einfach hin und packt die Lasche hier rein, macht das Band wieder drüber, das hält das Wallet hier wunderbar und perfekt zusammen und ihr kann in keiner Richtung etwas rausfallen. Alles ist super verschlossen und ja, ich denke, das lässt so viele Wünsche nicht mehr offen. Ja, dann haben wir eben schon über ein weiteres Tool gesprochen, also über eine Erweiterung gesprochen für dieses Slim Wallet. Das ist hier eine Karte. Ich halte sie mal in die Detailcam. Die ist so breit wie
wie eine Plastikkarte, hat hier oben aber eine sehr, sehr tiefe Einkerbung und ich zeige euch auch gleich warum, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, die ist deswegen wichtig, dass ich einfach problemfrei hier meine Plastikkarten weiterhin entnehmen kann, auch wenn ich die dazu stecke. Und die hat hier oben einfach so eine kleine Öse und an dieser Öse ist ein Schlüsselring, so dass ich hier einfach zwei, drei Schlüssel, die wichtigsten Schlüssel, Haustürschlüssel, was auch immer, dranpacken kann, um die in mein Package Slim Wallet mit dazu zu nehmen. Ich zeige euch das mal. Ihr geht einfach hin und steckt die Karte hier mit rein. Und jetzt seht ihr auch, warum es wichtig ist, dass diese Aussparung da ist. Ihr könnt dadurch natürlich problemfrei auch weiterhin die Karten entnehmen, obwohl diese Karte hier mit drin steckt, wie ihr seht. So, und dann kann ich das einfach wieder zusammenbauen und habe jetzt hier entweder frei baumelnd meinen Schlüssel dran oder aber, das macht natürlich noch mehr Sinn, ich packe den hier zusätzlich einmal unter das Gummiband drunter und habe jetzt ein minimal großes Package, wo meine wichtigsten Schlüssel, meine Münzen und auch meine Scheine plus Plastikkarten drin sind. Und da kann überhaupt keiner mehr meckern, selbst in der vorderen Hosentasche, wie gesagt, das ist mein persönlicher präferierter Platz für die Geldbörse, passt das auf jeden Fall rein. Und dieses Zusatzmodul ist also nicht im Set mit dabei, nochmal ganz wichtig, das ist etwas, was ihr dazu kaufen könnt, liegt zum Zeitpunkt des Videos bei 10,01 €, ich habe es zu Beginn schon mal erwähnt und das Wallet, wie gesagt, bei 37,90 €, auf jeden Fall dieses hier zum Zeitpunkt des Videos und das gleiche gilt auch für das schwarze, hier seht ihr, Konzept ist genau gleich, auch hier passt diese Karte natürlich rein, alles das, was ich euch gezeigt habe bei diesem Wallet, ist hier identisch, nur die Farbe eben abweichend, so dass für jeden was dabei ist. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer Farben. Schaut da also gerne mal rein. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse daran haben solltet. Ja, vielleicht zum Abschluss noch zu dieser Karte. Hier seht ihr es auch, oder ihr seht es hoffentlich auf der Kamera so ansatzweise hier, glaube ich, ganz gut. Das ist hier unten extra so abgeschrägt, so dass wenn man es dann hier in dieses Wallet mit reinsteckt, damit man eben auch schnell den Weg in die Karten sozusagen findet. Also man hat da nicht viel Gegendruck, sondern kommt hier problemfrei und super schnell rein. Das ist hier auch Metall. Das ist also kein Plastik. Das ist hier ein sehr hochwertiges Metall. Ja, also das habe ich so vom Konzept auch noch nicht gesehen, dass ich direkt den Schlüssel im Slim Wallet mittransportieren kann. Finde ich sehr, sehr spannend und ich gehe mal mehr als stark davon aus, dass das einige von euch auch nicht schlecht finden. Von daher, Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht ist das ja sogar etwas für jemanden, der schon sonst alles hat und aber noch mit einer großen Geldbörse rumläuft, sowas vielleicht sogar zu Weihnachten zu verschenken. So, ich schaue jetzt nochmal auf meinen kleinen Zettel bzw. meine Stichpunktliste. Nö, ich habe aber alles erwähnt, was ich mir aufgeschrieben habe. Mehr habe ich euch nicht mitzuteilen. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Überblick über das Konzept hier bekommen. Material haben wir darüber gesprochen. Dieses Papierkunstleder hier super sauber verarbeitet. Ein Material, was sich auch sehr gut reinigen lässt, was von der Hand oder mit Hand waschbar ist. Ein veganes Material. Es passen eine Menge Karten rein, bis zu 12 Stück. Platz für Geldscheine ist außen, aber innen auch nochmal mit Münzgeldfach, also mit Kleingeldfach, mit einer Lasche hier verdeckt, sodass die Münzen nicht rausfallen können. Ja, ich denke, das soll es an der Stelle dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bedanke mich ja nochmal bei Anders und Komisch für die kostenfreie zur Verfügungstellung. Ja, und ich würde mich freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und auch ein Abo auf meinem Kanal da lasst. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!